Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Neues Immobilienbüro am Garnmarkt in Götzis. Es gibt einen kleinen Bericht zum Thema sicherer Umgang mit Leitern. Sowie die aktuellsten News, Sport- und Wetterinformationen. Jeder kennt sie, jeder verwendet sie, egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich. Sicheres Vorarlberg gibt einige gute Ratschläge zum sicheren Umgang mit der Leiter. Allerdings kann die Leiter auch eine Gefahrenquelle darstellen, wenn man sich nicht etwas damit auseinandersetzt. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Fragen, die man sich zu Herzen nehmen sollte. Habe ich überhaupt die richtige Leiter? Jede Situation hat andere Gegebenheiten. Hat die Leiter einen guten Stand? Basteln ist hier der falsche Weg. Alle Steher sollten gut und sicher am Boden stehen. Hier gibt es mit Verlängerungen gute Varianten, die Sicherheit zu gewährleisten. Passt die Länge? Die Leiter sollte mindestens einen Meter über die Ablage überstehen. Kann die Leiter seitlich kippen? Lieber einmal mehr umstellen, heißt hier die Devise. Stimmt der Anstellwinkel? Mit einem einfachen Test ist dies überhaupt kein Problem. Und zum Schluss passt der Untergrund. Die Leiter sollte nicht an zerbrechliches Material angelehnt werden. Mit diesen Fragen kann das Risiko eines Unfalls minimiert werden, wenn man sich zusätzlich noch in der richtigen körperlichen Verfassung befindet, also nicht müde oder unkonzentriert, steht dem Aufstieg nichts im Wege. Soweit zum Thema sicherer Umgang mit Leitern und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Richter Meier OGH erhöht Haftstrafe. Der suspendierte Bludenzer Gerichtsvorsteher war wegen Amtsmissbrauchs zu 12 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der oberste Gerichtshof hob das Urteil am Donnerstag auf 15 Monate an. Der 42-Jährige hat laut der Erstanklage die Kanzleileiterin von Frühjahr 2008 bis Sommer 2010 angewiesen, mit seiner Paraffe in 1500 Exekutionsakten Verfügungen und Beschlüsse zu unterzeichnen. Meier begründete sein Vorgehen mit Personalmangel am Gericht. Auch vor dem OGH beteuerte er, nichts Böses gewollt zu haben. Da die Haftstrafe nun höher als 12 Monate ist, tritt automatisch ein Amtsverlust ein. Und international gesuchter Straftäter gefasst. Am 12. März 2011 sind zwei Männer in Feldkirch in ein Wohnhaus eingebrochen. Dabei wurden sie von der 85-jährigen Hausbewohnerin überrascht. Die beiden Männer warfen die Frau zu Boden, hielten sie fest und fesselten sie. Danach durchsuchten sie das ganze Haus und flüchteten mit Schmuck und Bargeld als Beute. Es folgte daraufhin eine umfangreiche und internationale Fahndung nach den beiden Tätern. Einer der Täter, ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde bereits im November 2012 in Salzburg festgenommen. Der zweite Täter, ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde nun aufgrund eines EU-Haftbefehls am 25. Jänner in Deutschland festgenommen und Ende Februar nach Österreich ausgeliefert. Die ermittelnden Beamten des Landeskriminalamtes Vorarlberg haben den 30-jährigen Mann von den deutschen Behörden übernommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Anfang des Jahres wurde am Garnmarkt in Götzis ein neues Immobilienbüro eröffnet und ich habe mir das heute mal etwas genauer angeschaut. Der Garnmarkt in Götzis ist seit kurzem um eine Attraktion reicher. Hier hat ein Immobilienbüro eröffnet und ich bin heute hier bei der IMO-Agentur und bei mir ist nun Roberto Meier, der Geschäftsführer. Hallo Roberto, was bieten Sie alles? Ja, hallo Bianca. Wir bieten eigentlich also nicht nur Immobilienmakler, sondern alles aus einer Hand. Das ist unser Motto. Wir machen die Immobilienberatung, die Vertragserstellung bis zur Finanzierung. So kann der Kunde bei uns alles aus einer Hand bekommen. Und auf was genau habt ihr euch spezialisiert? Ja, bei der Spezialisierung hier haben wir uns natürlich alle Karten offen gelassen. Also wir möchten eigentlich alles abdecken, also sprich von Vermietung bis Verkauf, Wohnung, Haus, Grundstück. Haben natürlich eine kleine Affinität zu den Anlegerwohnungen, aber sonst sind die Karten offen. Wir vermarkten und verkaufen, wie gesagt, die gesamten Immobilienbranche.
Man bekommt also alles aus einer Hand hier bei IMO-Agentur. Etwas ganz Besonderes bei euch im Büro sind die 3D-Monitore. Was genau hat es damit auf sich? Ganz genau, die 3D-Monitore, das ist eine visuelle 3D-Welt, wo wir hier für die Kunden verwirklichen. Hier möchten wir den Immobilientourismus ein bisschen reduzieren, sprich Leute, die ein Objekt kaufen möchten, nicht, dass jeder da reinstürmt und das anschaut, das ist für die Eigentümer nicht fein. Wir machen es so, dass wir die Objekte teilweise als 3D-Video aufnehmen und das kann man dann bei uns auf der 3D-Video-Wall virtuell erleben, ob die Immobilie richtig, die richtige ist oder nicht. Eine tolle Sache, jetzt abschließend noch die Frage, ihr habt euch hier für den Standort am Garnmarkt entschieden. Warum? Ja, Garnmarkt, weil ich seit kurzem selber ein Götzner bin und zum Zweiten, weil der Garnmarkt aus meiner Sicht sehr gut gelungen ist und für uns als Immobilienmakler für das ganze Ländle sozusagen sind wir im Herzen von Vorarlberg und von dem Standpunkt her ein optimaler Standort für uns. Das Motto vom Garnmarkt ist Leben, Einkaufen, Arbeiten, alles an einem Platz. Ist das wirklich so? Absolut. Also hier erleben nicht nur die Kunden, die einkaufen am Garnmarkt, wirklich was ganz Besonderes, sondern für uns als Büro, also für die Arbeitswelt, auch ganz was Besonderes. Er ist wirklich aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Ein Kompliment an die Leute, die hier verantwortlich waren. Und der Garnmarkt hat nicht nur einen guten Ruf, sondern ist wirklich optimal. Und wenn man euch jetzt erreichen möchte, wie kann man das? Ja, wir sind einmal auf der Homepage unter www.imo-agentur.com erreichbar. Wir sind aber auch per Telefon und natürlich auch persönlich hier am Garnmarkt zu erreichen. Soweit zu Roberto Meyer von der IMO-Agentur am Garnmarkt in Götzis. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Meldungen des Tages aus der Welt des Sports. Große Ehre für Behindertensportler Philipp Bonadimann. Der Rollstuhlfahrer wird bei der Eröffnung der Paralympics am Freitag in Sochi die österreichische Fahne tragen. Neben Bonadimann gehört mit Dietmar Dorn noch ein zweiter Athlet aus Vorarlberg zum 13-köpfigen Aufgebot aus Österreich. Und Auftakterfolg für Tennisspielerin Yvonne Meusburger bei dem mit 5,95 Millionen Dollar dotierten Turnier in Indian Wells besiegte die Schwarzacherin in ihrer Auftaktpartie Iveta Melzer glatt mit 6:4 und 6:2. Nun wartet die an 7 gesetzte Serbin. Bin Jelena Jankovic. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen sehen Sie jetzt. Jener international gesuchte Straftäter, der im März 2011 mit einem Komplizen in Feldkirch eine 85-jährige Frau in ihrer Wohnung ausraubte, konnte bei einer Verkehrskontrolle aufgegriffen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden. Der Trend zu größeren Lebensmittelgeschäften setzt sich fort. In Vorarlberg nimmt die Zahl der Lebensmittelvollsortimente ab, die gesamte Verkaufsfläche ist aber weiter gewachsen. Stagnation gibt es auch bei den Discountern. Und Landwirtschaftsminister André Rupprechter als VN-Gast zu Themen wie Albflächenproblematik, Fracking sowie Atomkraft- und Freihandelsabkommen. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und bin dann morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss. Grenzenlos werben im Medienpool. Die heutige Nacht verläuft wolkenlos und sternenklar. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und 7 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Süd-Südosten. Abgesehen von hochnebelartigen Wolkenfeldern, vor allem am Bodensee und im Rheintal, ist es am Freitag von der Früh weg strahlend sonnig. Die Nebel werden sich am Vormittag rasch auflösen und so verläuft der Nachmittag in ganz Vorarlberg wolkenlos. Tiefstwerte am Freitag 0 bis 5 Grad, Höchstwerte 8 bis 15 Grad. Beinahe ungetrübter Sonnenschein bestimmt den Samstag. Hochnebel, der sich eventuell im Rheintal in den Nachtstunden breit gemacht hat, löst sich am Vormittag bald auf. Der Sonntag steht voll und ganz unter dem Einfluss des Hochs über West- und Mitteleuropa. Sonne pur und milde Werte sind zu erwarten. Und am Montag ist es ebenfalls sonnig bei Temperaturen von 3 bis 15 Grad.